Hallo und herzlich willkommen raus in die Welt aus den Wohnzimmern Berlins. Ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen zur ersten Session der Reihe Männlichkeiten, Berliner Perspektiven am Gropiusbau in Berlin. Ich bin Katharina Küster, kuratorische Volontärin am Gropiusbau und freue mich sehr, Fikri Anne Altintasch willkommen zu heißen. Schön, dass du da bist, Anne. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Die Reihe Männlichkeiten Berliner Perspektiven ist Teil der Ausstellung Masculinities, Liberation Through Photography, die Alona Pardo am Barbican Center in London kuratiert hat und die bis zum 17. Januar am Gropiusbau in Berlin zu sehen sein wird. Es ist eine umfassende Gruppenausstellung, die Fotografien und Filme von den 1960er Jahren bis heute versammelt, die sich besonders damit auseinandersetzen, wie Männlichkeit sozial konstruiert und kodiert wird, aber auch wie sie wahrgenommen wird und welche Bilder sie erzeugt. Die Ausstellung legt thematische Schwerpunkte auf marginalisierte Männlichkeiten, queere Identitäten und die Rolle von Race und Klassenzugehörigkeit und auch die weibliche Wahrnehmung von Darstellungen von Männlichkeit, aber auch patriarchale Strukturen und traditionelle Machtdynamiken. Das sind alles Themen, die in London relevant sind, aber in Deutschland nicht weniger relevant sind. Und da die Ausstellung in London kuratiert und erstmals gezeigt wurde, möchten wir am Gropiusbau gerne im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe Künstlerinnen und Autorinnen zu Wort kommen lassen, die vor Ort leben und arbeiten und sich selber schon intensiv mit diesen Themen befasst haben. Deswegen freue ich mich sehr, dass Fikri Anne Altintasch heute bei uns ist und sich als freier Autor insbesondere mit kritischen und marginalisierten Männlichkeiten auseinandergesetzt hat, sowohl wie mit Orientalismus und postmigrantischen Themen. Als Botschafter der UN Women Deutschland Kampagne He for She setzt er sich außerdem dafür ein, dass Männer ihre Privilegien bewusst werden und sie sich als Verbündete in feministischen Kämpfen engagieren. In der 50-minütigen Videoführung, die wir gleich von Anne sehen, danke dafür, Anne, die haben wir vorab in der Ausstellung gedreht und Anne wird darin vor allem über Arbeiten von Thomas Dvorak, Akrim Zaattari und Hank Willis-Thomas sprechen. Und während dem Video könnt ihr über die Live-Chat-Funktion von Vimeo, die ist entweder rechts im Bild oder je nachdem, in welchem Browser ihr seid, gegebenenfalls auch unter dem Video zu sehen sein. Ihr müsst dort einfach euren Namen eintippen und könnt dann gerne Fragen stellen, die wir gemeinsam in einem Q&A im Anschluss an das Video beantworten werden, beziehungsweise ich hoffe, dass Anne sie beantworten wird. Am besten funktioniert diese Funktion über den Desktop. Bei mobilen Endgeräten kann es teilweise zu Komplikationen kommen. Bevor wir jetzt mit dem Video anfangen, möchte ich sehr gerne Lena Zalek-Nejad danken und Nathalie Schütze und vor allem auch Louis Kirschner und Thomas Wittmutz für die Unterstützung bei der Vorbereitung zu diesem Livestream. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß mit Annes Gedanken zur Ausstellung. Akram Zaattaris Fotografien haben mich sehr inspiriert und für mich deutlich gemacht, wie wichtig es ist, einmal darauf zu schauen, dass Männlichkeitsbilder und die Performance von Männlichkeitsbildern immer in ihren sehr spezifischen zeitlichen Kontext eingebettet sind. Auf den Bildern werden Bodybuilder oder Sportler dargestellt, die mit relativ rudimentärem Equipment Sportübungen machen. Aber was ganz interessant ist, dass durch die Folie, durch diese fragile Folie der Fotografien, eben auch die Fragilität von Hypermaskulinität dargestellt wird. Also überall, wo Hypermaskulinität dargestellt wird, ist immer auch ein fragiler Moment dargestellt. Und ich glaube, das Wichtige ist, Akram Zaattari ist selber auch aus dem Kontext, in dem er die Fotografien gefunden bzw. gemacht hat und entwickelt hat. Und ich glaube, das ist erstmal der politische Moment, weil er den White Gaze, die oftmals auf nicht weiße Männlichkeiten projiziert werden, eben nicht reproduzieren kann. Das heißt, er bricht quasi auch in einem politischen Moment mit der Darstellung von nicht weißen Männlichkeiten, die oftmals eben Objekt von einer Kulturalisierung, einer Generalisierung sind, also der Vorstellung von nicht weißen, oftmals auch muslimischen Männlichkeiten, so wie sie bezeichnet werden, von gefährlich und unkontrollierbar. Aber er eignet sich im Prinzip das Narrativ selber an, er will die Narrative selber darstellen und bricht quasi mit dem White Gaze. Also er versucht auch die Fragilität, die oftmals in nicht weißen Männlichkeiten
nicht gesehen wird, eben auch zu zeigen durch die Art und Weise, wie er seine Fotografien macht. Was ich ganz besonders spannend finde, ist, dass er uns nochmal für den deutschen Kontext darin erinnert, wie werden eigentlich nicht weiße Männlichkeiten aus Westasien, aber auch aus dem Balkan dargestellt. Also all diejenigen Männlichkeiten, die Objekt und Opfer von Orientalisierung sind. Also welche Narrative finden über sie statt und wie werden sie besonders von weißen Menschen in Medien dargestellt? Ich finde ganz interessant, weil er auch für den deutschen Kontext interessante Impulse gibt, weil er versucht zu verstehen, welche Macht eigentlich Bilder haben und welche Politik mit diesen Narrativen, die über nicht-weiße Männlichkeiten stattfinden, welche Politik damit gemacht wird. Also wenn wir uns dazu fragen, wie werden nicht-weiße Männlichkeiten dargestellt, also unkontrollierbar, gefährlich etc., das sind alles Narrative, die besonders nach der Silvesternacht 2016 in Köln im öffentlichen Diskurs diskutiert werden. Und ich glaube, Arbeiten wie Akram Zaatari braucht es noch viel mehr, weil es den Bedarf dazu gibt, nicht weiße Männlichkeiten aus dem White Gaze herauszunehmen und selber Narrative und selber Sehgewohnheiten überhaupt zu reproduzieren, die aus der betroffenen Perspektive stattfinden. Und deshalb lade ich alle dazu ein, diese Bilder mit einem Blick zu hinterfragen, nämlich wer macht die Bilder und was wollen die Bilder damit sagen und welche Sehgewohnheiten und Politiken sollen damit gebrochen werden. Die Fotografien von Tomasz Dworczak haben mich auf zwei Ebenen sehr beschäftigt. Einerseits musste ich erstmal in einem Moment der Selbstreflexion anerkennen, dass mein Bild von dem Kontext, in dem die Bilder gefunden und gemacht worden sind, nämlich der Kontext von Afghanistan, von Taliban-Kämpfern in Kandahar Anfang der 2000er, mein Bild teilweise auch sehr geprägt haben von was ich als afghanische Männlichkeiten bezeichne, nämlich die Vorstellung von extremer militarisierter Performance von Männlichkeit und einer sehr archaischen Männlichkeit. Also da bin ich selber Opfer meiner weißen in westlichen Sozialisation gewesen. Und gleichzeitig finde ich es auf einer zweiten Ebene interessant, weil auch das wieder mit Sehgewohnheiten bricht. Weil wir reden oftmals davon, dass es, wenn wir über muslimische Männlichkeiten reden, von einer sehr kulturalisierten und generalisierten Vorstellung, nämlich dass es nur eine einzige Form von heterosexueller, cis-heterosexueller Männlichkeit gibt und die wird allein durch die Darstellung in den Bildern zumindest zum Teil gebrochen. Das heißt, es werden wieder Sehgewohnheiten gebrochen über Bilder von Männlichkeiten, die oftmals in westlicher medialer Darstellung oft verallgemeinert werden. Und gleichzeitig müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es auch in Ländern, in denen mehrheitlich muslimische Menschen leben, eine Vielfalt von Männlichkeitsbildern gibt. Und die findet vor allem auch im westlichen Kontext eben nicht die Sichtbarkeit, die sie eigentlich haben sollte, um auch rassistische Narrative beispielsweise über diese Länder auch zu brechen. Was einerseits eben auch aus meiner Perspektive interessant ist, dass das Bild findet in einem hypermaskulinen Kontext wie dem Militär statt. Das heißt, es sind Soldaten, die aber in der Darstellung eben was andere als feminin lesen, dargestellt werden. Und das verstärkt einerseits nochmal diesen Blick von, wie hierarchisieren sich eigentlich auch Männlichkeiten untereinander. Das heißt, überall dort, wo Männlichkeiten performt werden, gibt es auch immer eine Vorstellung, wie eine Männlichkeit als richtig erachtet wird. Und im globalen Kontext ist das, obwohl der Großteil der Männlichkeiten nicht weiß ist, auf globaler Ebene ist es aber eine weiße, cis-heterosexuelle Männlichkeit, die diese Soldaten auf diesen Bildern auch per se nicht erfüllen können, weil sie als marginalisierte Männlichkeit dargestellt werden. Das heißt, gleichzeitig findet aber auch eine problematische Sicht auf diese Dinge statt, weil gerade in einem hypermaskulinen Kontext wie dem Militär wird all das abgewertet, was eben nicht dieser hegemonialen Männlichkeitsvorstellung entspricht. Und wenn natürlich gerade im militärischen Kontext Personen als feminin gelesen und dargestellt werden, findet da auch eine Verstärkung der
internalisierten und auch gesellschaftlich festgelegten Abwertung des Femininen, aber auch gleichzeitig einer Homophobie und Transphobie eben statt. Das heißt, was ich interessant finde an den Bildern, es bricht mit Sehgewohnheiten, es bricht aber auch mit der Vorstellung, dass es nur eine einzige muslimische Männlichkeit gibt und gleichzeitig macht es deutlich, es gibt verschiedene Männlichkeiten, auch an Orten, wo man sie aus westlicher Perspektive gar nicht erwarten würde. Und es verdeutlicht aber auch ganz generell, wie wichtig auch der Blick auf die Hierarchien zwischen Männlichkeiten sind, also zwischen hegemonialer, in einem globalen Kontext weißer Männlichkeit und marginalisierten Männlichkeiten, die abgewertet werden. Und gleichzeitig findet da auch eine Wiederaneignung allein durch diese Gewohnheit dieser Bilder, eine Aneignung von einer Deorientalisierung statt, weil diese Form von verschiedenen Männlichkeitsbildern und eine Akzeptanz und Sensibilisierung für Männlichkeitsbilder, die gab es historisch in mehrheitlich muslimischen Ländern schon viel, viel früher. Also viel, viel früher, als es die in weißen westlichen Gesellschaften gibt. Das heißt, was dadurch diese Sehgewohnheiten passiert, ist eine Wiederaneignung hier historischer Kontinuitäten und Akzeptanz. Und deshalb finde ich sie, auch wenn Thomas Dvorak aus einer weißen Perspektive diese Bilder gefunden und ausgestellt hat, sie trotzdem deorientalisierend wirken können, weil sie mit Sehgewohnheiten brechen. Hank Willis Thomas' Fotografien stellen für mich extrem wichtige Fragen, die wir auch auf den Kontext in Deutschland übertragen können. Während auf der einen Seite schwarze Maskulinitäten in den USA und die Darstellung in den Medien im Fokus stehen, können aber die Art und Weise, wie diese Bilder entstehen und wie sie in die Öffentlichkeit wirken, auch auf den deutschen Kontext übertragen werden. Bei den Bildern geht es einerseits um die Frage, wie werden nicht weiße Männlichkeiten in den Medien, zu welchem Zweck und mit welchen Narrativen dargestellt? Und gleichzeitig aber auch die Frage, wer macht eigentlich diese Bilder, für welches Publikum? Also auch da wieder der Perspektivwechsel, der extrem wichtig ist. Und ich finde, gerade bei den Bildern, es geht einerseits um die Darstellung von SportlerInnen, es geht um die Darstellung von extremer Fetischisierung und Sexualisierung und Exotisierung, die eine Rolle spielt. Aber es geht auch um die Darstellung, zu welchem politischen Zweck werden eigentlich diese Bilder gemacht? Es gibt, finde ich, interessanterweise auch im deutschen Kontext ein Beispiel mit dem Rapper SSIO, der als einer der hypermaskulinen, nicht weißen Rapper eben auch zu Werbezwecken von einer Fitnesskette angeheuert wurde und auch Werbung für diese Fitnesskette gemacht hat. Also im Prinzip dazu einlädt, das Bild vom Hypermaskulinen zu reproduzieren, nämlich der Stärkung des Körpers. Das heißt, da findet im Prinzip auch eine Reproduktion durch Werbung von bestimmten Stereotypen statt, die auch im Kontext der USA stattfinden, aus einer weißen Perspektive. Was ich im Prinzip interessant finde, ist, dass auch im deutschen Kontext viel zu wenig über die Überhöhung von Nicht-Weißer und jetzt im deutschen Kontext vielleicht auch von türkisch-muslimischer oder muslimischer Männlichkeit stattfindet. Das heißt, wir sehen bei den Bildern zum Beispiel mit dem Footballspieler, dass es diese Kontexte nämlich auch in Deutschland gibt. Nämlich, wenn wir über die Debatten von Gündoğan, Özil oder Boateng sprechen, wird einerseits zum politischen Zweck dargestellt und beziehungsweise auch reproduziert. Es gibt eine soziale Durchlässigkeit, nämlich es gibt diese millionenschweren Fußballer, die es geschafft haben, aber andererseits wird dadurch, dass auf der sportlichen Ebene diese soziale Durchlässigkeit dargestellt wird, auf politischer und gesellschaftlicher Ebene diese Ungerechtigkeiten gar nicht thematisiert. Das heißt, die deutsche Gesellschaft in dem Kontext, die von Rassismus durchzogen ist, sagt uns, ihr könnt es schaffen, wie diese Sportler, aber wenn es darum geht, Bildungsungerechtigkeit, Repräsentation auf politischer und gesellschaftlicher Ebene anzusprechen, da wird wiederum nicht drüber diskutiert, weil das ist dann wiederum viel zu viel. Das heißt, es gibt uns sehr gute Impulse auch für den deutschen Kontext, aber auch für den Berliner Kontext, weil auch hier viele FußballerInnen, wie zum Beispiel eben Boateng, es in die Nationalmannschaft geschafft haben, bei Bayern München spielen etc. Aber jeder erinnert sich auch um die Debatten, als um Boateng ging, um die rassistische Diskurse um Özil, Gündoğan, aber auch um Boateng. Also es ist eine Ambivalenz, die da stattfindet. Die Wissenschaftlerin Patricia Hill Collins hat im Kontext zu schwarzen Maskulinitäten auch gesagt, es finden sogenannte Controlling Images statt. Also Bilder und Narrative, die durch
die Werbung konstruiert werden, die rassistische Politiken legitimieren. Also, wenn wir in einer Art über Maskulinitäten reden, über nicht weiß Maskulinitäten, wird auch dadurch festgelegt, welche Politiken gegen sie gemacht werden. Das heißt, das Bild des unzähmbaren, unkontrollierten, gefährlichen, sei es schwarzen, aber auch nicht weißen Mannes, der die blonde, weiße Frau bedrohen würde, das sind Bilder, die auch in Deutschland schon stattfinden und vor allem nach 2016 bzw. 2015 auch sehr stark in die öffentliche Debatte geschafft haben. Und diese Bilder sind eine Erinnerung daran und die Bilder von Herrn Gohl sind eine Erinnerung daran, zu fragen, wer macht Bilder, mit welchem Zweck und was passiert durch diese Bilder, die da in die Medienwelt, in den Medien dargestellt werden. Paul Scheibelhofer hat versucht, eben den Kontext der schwarzen Maskulinitäten auch auf die türkisch-muslimische Männlichkeit in Deutschland zu übertragen. Und da findet genau diese gleichen Mechanismen statt, nämlich dass einerseits rassistische Politik legitimiert wird, das heißt, das Unkontrollierbare muss kontrolliert werden, also nie auf Augenhöhe, sondern immer nur, ihr habt ein Defizit und ihr müsst euch verändern und wir sorgen dafür, dass ihr euch verändert. Aber auf der gleichen Seite findet eben auch eine Aneignung dieser Fremdzuschreibung durch die Medien auch statt, nämlich diese Vorstellung von Hypermaskulinität und etc. Und das passiert auch deshalb, weil die weiße Mehrheitsgesellschaft die sozialen und politischen Rahmenbedingungen, wie Männlichkeiten konstruiert werden, nie in den Blick nimmt. Nämlich immer gesagt wird, ihr seid aufgrund eurer Kulturen, eurer Tradition und Religion so und so. Aber die sozialen und politischen Rahmenbedingungen, nämlich der Rassismus in Deutschland, der seit Hanau auch noch mal stärker in die öffentliche Debatte getragen wurde, wird nicht gesehen. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, welche Rolle spielen soziale und politische Rahmenbedingungen? Was führt dazu, dass diese nicht weißen Männlichkeiten in Deutschland Abwertungsgefühle empfinden? Und was hat das für einen Einfluss auf ihre Männlichkeitsbilder? Deshalb haben diese Bilder für mich, auch gerade wenn wir uns Berlin anschauen, wo all diese Ambivalenzen aufeinandertreffen, geben einen sehr, sehr, sehr wichtigen Impuls, darüber nachzudenken, wer macht was zu welchem Zweck und wie können wir uns von der weißen Perspektive verabschieden. Vielen Dank, Annel. Das waren sehr intensive 15 Minuten. Danke, dass du deine Perspektiven mit uns geteilt hast und dass du auch aus deiner ganz persönlichen Perspektive nochmal versucht hast, einige dieser Arbeiten nachzuzeichnen. Ich fand es sehr interessant, du hast im Kontext von der Arbeit von Thomas Dvořák gesagt, dass verschiedene Männlichkeitsbilder und auch deren Akzeptanz historisch in mehrheitlich muslimischen Ländern schon viel früher Bestand hatten und auch präsent waren. Da würde mich interessieren, inwiefern wir uns sozusagen als weiße westliche Mehrheitsgesellschaft in Deutschland da Vorbilder finden können oder ob du da noch mehr dazu sagen kannst. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich glaube, das ist so ein Thema, das auch von mir selber erst seit neuestem auch wirklich entdeckt wird. Es geht vor allem, wenn wir uns, ich kann jetzt auch nur für so einen ganz spezifischen regionale Geschichte sprechen, nämlich die Geschichte innerhalb des Osmanischen Reiches, aber auch, was heute so ein bisschen als muslimische Welt bezeichnet ist, was aber falsch ist. Ich glaube, da geht es vor allem auch so um die Fragen, welche Form von Erotik zum Beispiel auch thematisiert sind, welche Formen der Akzeptanz und der, glaube ich, gesellschaftlichen Sensibilisierung für Formen von wen liebe ich, in welcher Form schon vorher viel, stark Bestand hatten. Es gibt ja auch so dieses Narrativ, was auch mitspielt in die rassistischen Narrative über muslimische Männlichkeiten, nämlich dass es einen importierte Homophobie gäbe, also dass eben muslimische Männlichkeit aufgrund ihrer Kultur und Religion whatsoever bestimmte Eigenschaften mitbringen und eine davon ist eben diese Homophobie. Aber ich glaube, was viele nicht wissen und ich auch nicht wusste oder erst selber aneignen musste, dass es eine Geschichte schon seit dem 16., 15., 16. Jahrhundert im Osmanischen Reich gab, wo es akzeptiert war, also Homosexualität als Begriff gar nicht überhaupt gab. Der wurde ja erst durch koloniale
Kontinuitäten auch in den Ländern, in Westasien zum Beispiel auch eingeführt, dass diese Formen von Abgrenzung und Kategorisierung eigentlich gar nicht gab. Das heißt, es gab viel mehr auch gezeichnete Bilder und Akzeptanz für eine Form von Homosexualität beispielsweise oder auch Homoerotik in einer Form oder auch eine Art und Weise, wie Männer sich beispielsweise untereinander auch berühren und miteinander sind. Und das sind wie so oft eben auch, glaube ich, Dinge, die erst durch eine weiße, westeuropäische koloniale Interferenz erst in diese Gesellschaften eingetreten sind, also diese verschiedenen Kategorisierungen. Und ich glaube, was ich damit meinte mit Thomas Dvorak Bildern ist, was ich aus meiner auch sehr neu angelernten und angeeigneten Lernerfahrung mitbekommen habe, ist, wie wichtig es eigentlich ist, genau diese verschiedenen Formen von Kontinuitäten und auch Rückbesinnung vielleicht auch von dieser Akzeptanz und der Vielfalt von, wie Männlichkeit gelebt wird, anzueignen und das aber gleichzeitig als politischen Moment zu nutzen, nämlich zu sagen, das, was wir hier machen, ist nicht, was ihr uns jetzt gebracht habt, weil ihr so freiheitlich seid, weil das ist ja dann auch immer der so das Narrativ, dass weiße westliche Gesellschaften dann bestimmten anderen nicht weißen Gesellschaften durch ihre Freiheitsliebe und durch ihre zivilisatorische Kraft all diese Freiheiten geben hätten. Nein, ich glaube, das, was wie weiße Gesellschaften früher an eben nicht weiße Gesellschaften angetreten sind, das wurde von den nicht weißen Gesellschaften eher als prüde wahrgenommen. Und es gab so eine Verschiebung auch im Narrativ. Und jetzt haben wir auf der einen Seite so weiße Gesellschaften, die sagen, dass sie total frei sind, sexuell befreit sind, etc. Aber all diese Formen gibt es und gab es schon viel, viel länger in nicht weißen Gesellschaften. Und deshalb finde ich eben diese Bilder von Dvorak eben so interessant, weil sie mir auch einen Impuls geben zu sagen, weil ich ja selber auch Opfer dieser ganzen Sozialisation bin in Westeuropa und dann auch selber auch gewissermaßen auch kulturalisierende und einengende Bilder auch internalisiert habe. Von daher, genau, war das ein sehr wichtiger Impuls und es zeigt im Prinzip nur oder es soll auch nur zeigen, was immer schon bekannt war, aber jetzt auch hoffentlich mehr auch im öffentlichen Diskurs zum Beispiel in Deutschland Gehör finden sollten. Da gibt es auch viele Podcasts, die das auch zeigen, die verschiedene Männlichkeitsbilder auch zeigen von POCs. Die machen wichtige Arbeit und die führen im Prinzip genau diesen Sichtbarkeitskampf weiter und notwendigerweise. Sichtbarkeit ist, glaube ich, ein gutes Stichwort in dem Kontext. Du hast an einer Stelle erwähnt, wenn ich dich richtig verstanden habe in dem Kontext, dass es sozusagen, es gibt repräsentative Bilder, du hast dich auf Boateng zum Beispiel bezogen, von nicht weißen Männlichkeiten, die sozusagen eine Vorbildfunktion einnehmen, was aber sozusagen eine symbolische Repräsentation ist von einer nicht weißen Männlichkeit, die gegebenenfalls und unter Umständen auch im Hintergrund mitspielt, dass tatsächliche Repräsentation und tatsächliche Anerkennung gegebenenfalls nicht stattfindet. Und das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, inwiefern sozusagen diese symbolische Repräsentation und eine tatsächliche Repräsentation, wo es wirklich um Rechte und um Grundlagen geht, die sich ganz real und politisch manifestieren, inwiefern das gegebenenfalls gegeneinander spielen kann oder in unterschiedliche Richtungen gehen kann. Vor allem auch, weil wir natürlich als Kulturinstitution immer auch sehr stark auf der symbolischen Seite der Dinge stehen und sehr viel mit sozusagen visueller Repräsentation zu tun haben. Genau, und da würde ich gerne mehr zu erfahren. Ja, gerne. Also das mit Boateng ist mir in dem Rahmen tatsächlich so ein bisschen spontan eingefallen, aber es hat für mich im Prinzip zwei Sachen deutlich gemacht. Ich hatte ja gesagt, es gibt auf einer symbolischen Ebene eine soziale Durchlässigkeit, die durch eine Repräsentanz beim Sport beispielsweise dargestellt wird. Und andererseits zeigt es aber auch, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt an das Beispiel Boateng gehen, wie stark gesellschaftliche Ambivalenzen auf Boateng projiziert werden. Also es gibt auf der einen Seite Boateng als Musterprofi, als Spieler, der Weltmeister geworden ist, der bei Bayern München spielt schon seit längerem, also eine gewisse Vorbildfunktion auch erfüllt. Aber gleichzeitig, wenn wir uns dann überlegen,
Es gab ja auch diese Debatte von wegen, Boateng darf nicht mein Nachbar werden. Da gab es, weil irgendwie so eine, es gab da irgendeine Diskussion darüber. Und es hat sich dann quasi an der Person, die, und das ist ja immer wieder auch dieser Diskurs, es ist ja bei Özil, Gündoğan, bei allen Emre Can, bei allen nicht weißen Nationalspielern auch immer der Fall. Es wird mit zweierlei Maß gemessen. Und das ist, glaube ich, das Offensichtlichste, weil bei Boateng wird gut gefunden, wenn er Weltmeister wird, wenn er gut verteidigt, wenn er gut für Bayern München spielt. Aber sobald er sich quasi dazu wagt, auch Fehler mal zu machen, mal zum Beispiel auch wie Leroy Sané, der auch jetzt bei Bayern spielt, der hatte auch mal ein etwas flashiges Outfit an. Und bei ihm werden dann im Prinzip andere Maßstäbe angesetzt. Und es zeigt für mich im Prinzip nur, dass es darf über Repräsentation gesprochen werden, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und das ist zum Beispiel, was Naika Furutan mit postmigrantisch meint. Also dieses postmigrantische Stadium, in dem wir sind, heißt erstmal, dass viele nicht weiße Menschen versuchen, eine Präsentation zu sehen, eine Selbstverständlichkeit zu entwickeln für sich und natürlich auch versuchen, gesellschaftliche Teilhabe zu erreichen. Aber diese gesellschaftliche Teilhabe geht in meinen Augen in Deutschland, das immer noch von Rassismus durchzogen ist, nur bis zu dieser symbolischen Ebene, nämlich zu sagen, ihr dürft gut beim Sport sein, ihr dürft in einem Kontext gut und erfolgreich sein, der unseren sozialen Frieden nicht unbedingt wirklich gefährdet. Aber wenn ihr politische Repräsentation haben wollt, wenn ihr im Bildungssystem was verändern wollt, wenn ihr in die Curricula gehen wollt, wenn ihr all diese Dinge machen wollt, die unser Gesellschaftsbild und unser Gesellschaftsverständnis, aber auch wer an der Spitze dieses Gesellschaftsverständnisses steht, wenn ihr das verändern wollt, da müssen wir euch einen Riegel vorschieben. Und ich glaube, dass genau das passiert auch eben mit Männlichkeiten, weil ich hatte zum Beispiel Beispiel, ich habe auch Fußball gespielt und früher war ich immer so der, also Zitat, so der kreative Türke. Das heißt, beim Fußballspiel war ich immer so die Person, die aufgrund seiner zugeschriebenen Kultur, whatever that means, eben so dieses kreative Element sein durfte beim Fußballspiel. Das ist ja benötigt, weil auf der einen Seite dann, ne, wird ja quasi festgestellt, weiße Menschen, deutsche Menschen sind nicht kreativ, die sind fürs Verteidigen zuständig und die sind dafür da, irgendwie das Handwerkszeug zu machen, aber alles, was darüber hinausgeht, das darf ich aus so einem orientalistischen Moment heraus, das muss ich dann quasi erledigen. Aber wenn ich dann Fehler gemacht habe, war es dann zum Beispiel auch wieder eine Zuschreibung zu meiner Männlichkeit, nämlich ich sei zu temperamentvoll, ich hätte meine Gefühle nicht in der Kontrolle und ich würde sowieso dazu neigen, irgendwie sehr gewalttätig zu sein. Und das kleine Beispiel macht im Prinzip nur deutlich, was auch jetzt, also ich bin jetzt kein Özil und kein Boateng, aber eben ähnliche Diskurse gehen da ja auch rein. Und das war ja mit der ganzen Özil-Debatte, aber auch Gündoğan-Debatte ähnlich, weil wir sprechen davon, also ich teile auf gar keinen Fall die politischen Meinungen der beiden, aber es geht mir ja trotzdem in dem Moment darum, es wird immer mit dem Finger drauf gezeigt, aber es wird nie gefragt, welche Abwertungs- Prozedere stattgefunden haben und was überhaupt vielleicht auch dazu geführt hat, dass Menschen sich aus dem sozialen Gefüge entfernt haben. So, davon spricht auch Paul Scheibelhofer, Wissenschaftler. Ich hatte ja auch gesprochen von sogenannten Controlling Images, nämlich es wird das, was bei Boateng einerseits irgendwie als gut dargestellt wird, wird eben andererseits aber als Defizit wahrgenommen. Und da wird er nicht so als die komplexe Person wahrgenommen, die er ist, sondern er muss ja so und so sein, weil er schwarz ist. Oder er muss so und so sein, weil er irgendwie türkisch ist. Das heißt, es wird immer mit einem defizitären Blick drauf über diese Männlichkeiten gesprochen. Die ist natürlich dann auch von einem Bundestrainer, von einem Fußballtrainer im Verein, aber eben auch vom Staat reguliert, kontrolliert und eingezäunt werden muss. Und jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet, aber ich hoffe, der Punkt ist klar geworden. Ich finde es nur sehr interessant, weil genau diese Personen auch natürlich dazu dienen, auch so eine Debatte auch aufzumachen, weil jeder kennt Boateng, jeder kennt Özil, jeder kennt Gündoğan, aber was dann quasi auf der Grundlage ihrer zugeschriebene Identität an Politik gemacht wird, das ist vielleicht den wenigsten, also vor allem der weißen Mehrheitsgesellschaft wird in der Regel eigentlich nicht bewusst und deshalb braucht es auch Räume, auch darüber zu sprechen. Ich fand es ein bisschen bezeichnend, dass sozusagen die Deutschen verteidigen und dann du in dem Moment die Rolle des Angreifers übernehmen sollst. Klingt ja sozusagen auch diese bedrohliche Zuschreibung mit, die in Deutschland stattfindet. Und
In diesem Kontext finde ich es auch interessant, dass du dir drei Arbeiten tatsächlich ausgesucht hast, Akram Zatari, Thomas Dvorak und Hank Willis-Thomas, die gar nicht selber sozusagen durch die Welt gegangen sind und Bilder aufgenommen haben, sondern die alle Bilder gefunden haben und die auf unterschiedliche Arten und Weisen bearbeitet haben. Also Akram Zatari hat im Libanon in einem Fotostudio beschädigte Negative gefunden und hat die dann auf Übergröße aufgeblasen, wobei eben auch diese fragile Schicht dieser Negative, die eben auch vulnerabel sind, mittransportiert wird. Und da habe ich so ein bisschen, also da habe ich mich gefragt, inwiefern glaubst du, dass wir heute schon weiter sind, was eine Fragilität von Männern oder als männlich gelesenen Menschen betrifft und inwiefern das überhaupt sozusagen zum Ausdruck gebracht werden kann? Danke für die Frage. Muss ich, glaube ich, selber erstmal überlegen. Ich glaube, was wir auf jeden Fall beobachten, ist eine sehr große Debatte über, was männlich vielleicht auch ist oder auch so die Frage, wie männlich fühle ich mich gerade hier so ein bisschen? Also die Frage, so wie werden, was heißt es überhaupt, heute ein Mann zu sein? Was bedeutet das? Was verbinden wir damit? Ich glaube, diese Debatten sind gerade angekommen und werden verstärkt diskutiert. Es gibt ja gerade dieses Buch von J.J. Buller, Sei kein Mann, das ich jedem ans Herz legen kann, wo auch genau diese Fragen auch diskutiert werden und auch natürlich auch um die Frage, die da immer mit reinspielt, ist es gut, fragil zu sein und ist es gut, sich auch mit Feminismus beispielsweise zu beschäftigen. Das ist jetzt wahrscheinlich sehr verkürzt. Ich glaube, die Debatte darum, dass es Männern erlaubt ist, zum Beispiel Schwächen zu zeigen, vulnerabel zu sein, auch mal öffentlich zu weinen, ich glaube, soweit kommen wir langsam, aber auch da, wir reden ja über Berliner Perspektiven und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, das klarzumachen. Wir in Berlin haben, glaube ich, einen sehr spezifischen Blick darauf und eine sehr spezifische Sensibilisierung und ein Selbstverständnis darüber, wie Männer sein oder auch nicht mehr sein müssen. Aber ich glaube, das können wir nicht auf den ganzen deutschen Kontext übertragen. Ich glaube, wir reden, wenn wir jetzt in kleinen Provinzstädten drüber sprechen oder so, glaube ich, sind diese Debatten noch ganz anders und sind auch, das zeigt sich ja auch in der Art und Weise, wie Werbung beispielsweise gemacht wird, wie immer noch mit starken Rollenbildern gespielt wird, also Gender Marketing. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht, wie wir denken. Und ich glaube, wir sind, wenn wir davon reden, so das Patriarchat abzuschaffen, was immer das Ziel sein muss, auch von profeministischer Männerallianz beispielsweise, dann sind wir noch, da sind wir noch Baby Steps. Das ist, glaube ich, noch in keinster Weise, weil wir sind immer noch von patriarchalen Strukturen durchzogen. Männer sind, auch ich als marginalisierte Person zum Beispiel, also ich will nicht, dass der Eindruck erweckt wird, dass ich das jetzt nur über marginalisierte Männlichkeiten spreche und dabei mich so in einer bewussten Opferrolle. Ich glaube, Raven Connell, die australische Professorin, sagt ja auch, egal wie marginalisiert oder komplizenhaft eine Männlichkeit ist, man profitiert immer noch von der patriarchalen Dividende, also dem Zustand, dass Männer oder Personen, die sich als Männer lesen, immer gegenüber dem, was nicht als Mann gelesen wird, davon profitieren, von dieser Ungleichheit. Deshalb, um deine Frage in Kürze zu beantworten, ich glaube, wir fangen an, darüber zu sprechen, dass es okay ist, dass Männer überhaupt fragil sein können. Aber das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein von dem, was dieses Gesellschaftskonstrukt Männlichkeit oder wie Männlichkeiten performt werden, vor allem von Männern. Da sind wir noch sind wir noch am Anfang. Aber klar, kann ich das begrüßen, weil damit geht ja auch nicht nur einher, irgendwie für sich selber so eine Form von Männlichkeit nur akzeptiert und eine alternative Form von Männlichkeit zu leben, sondern vor allem auch zu sagen, ich versuche irgendwie auch Ungleichheiten zu sehen. Ich versuche all diese Dinge, die in denen ich privilegiert bin, auch abzulegen und bewusst abzulegen. Von daher, hoffe ich auf mehr, aber das ist noch keinsterweise da, wo wir hin müssen. Ich habe eine Frage von Aziz. Aziz fragt oder beziehungsweise sagt, interessante Interpretation von Dvořáks Werk mit den Taliban-Kämpfern. Die Fotos hat Dvořák ja gefunden und ausgestellt, ohne die abgebildeten Personen gefragt zu haben, ob sie das wollen. Reproduziert das nicht vielleicht doch den White Gaze? Du nimmst dazu Bezug in deinem Statement dazu, aber vielleicht wäre es tatsächlich interessant, da nochmal drauf einzugehen, inwiefern
diese Bilder auch angeeignet werden können von weißen Künstlern, die gegebenenfalls einen ganz anderen Erfahrungshintergrund haben und ja doch dann sozusagen sich in diese Rolle begeben, dass sie andere marginalisierte Männlichkeiten repräsentieren. Absolut. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht sprechen, weil er natürlich auch finanziell davon profitiert, dass diese Bilder ausgestellt wurden und er sich sicher auch darüber im Klaren war, was für ihn jetzt in so einem, also was für ein Schatz diese Bilder sein könnten. So. Von daher will ich da nur sagen, ich glaube, was für mich trotzdem, also klar gibt es auf der strukturellen Ebene so die Problematik, dass er das ausgestellt als weiße Person. Ich glaube aber trotzdem für Leute, die vielleicht niedrigschwelliger auf dieses Thema blicken oder eben gar nicht auch in diesen Diskursen sind und dieses Bild sehen, kann es für mich zumindest einen Impuls dazu geben, sich überhaupt bewusst zu werden, dass es mehr Männlichkeitsbilder gibt als das, was muslimische Männlichkeits- oder dieser kulturalisierten, generalisierten Form von Männlichkeitsbildern zugeschrieben ist. Das kann auch dadurch passieren, dass eben eine weiße Person die ausstellt und findet. Aber klar, strukturell stimme ich dir dazu, das ist, das reproduziert an Orientalist Gaze auf jeden Fall, weil ich natürlich auch nicht weiß, in welchem Kontext auch, warum er auch in Afghanistan war beispielsweise, also selbst da fängt ja das Problem auch an. Genau, das möchte ich dazu antworten, ja. Danke, Aziz. Ich sage hier nochmal kurz, ihr könnt gerne Fragen stellen, ihr müsst einfach nur euren Namen in das Chatfenster tippen und ich glaube so einen kleinen Haken setzen an einem Einverständnis und dann kommen die auch direkt bei mir an. Ich glaube, also so was ich vorhin angesprochen habe mit diesen, dass die drei Arbeiten sozusagen verbindet, dass es gefundene Fotografien sind, finde ich auch interessant, weil sie ja auch auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen, also es sind ja sehr unterschiedliche Quellen tatsächlich. Wie gesagt, die Arbeiten wurden teilweise in Fotostudios gefunden, teilweise hat Hank Willis-Thomas beispielsweise mit Werbung in Magazinen gearbeitet, von denen er jegliche Schrift und jegliches Branding entfernt hat und somit darstellen wollte, inwiefern, in welche Rollen sozusagen vor allem afrikanische Männer in diesen Magazinen gepresst werden. Hast du das Gefühl, dass gerade in der Werbung auch in Deutschland sozusagen diese ganz bestimmte Stereotype reproduziert werden? Und wie würdest du diese Stereotype beschreiben? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, ich glaube, ich weiß gar nicht mal, wo ich damit da anfangen soll. Ich glaube, es gibt dieses Problem von rassistischer Werbung. Ich glaube, lass uns, nicht nur bei Männlichkeiten, aber jetzt generell, wir hatten zum Beispiel diesen Fall dieser Nivea-Werbung. Es gab diesen VW-Spot, also die Nivea-Werbung war eine schwarze Frau tatsächlich, die sie zum Beispiel so etwas ausgezogen hat und dann am Ende eine weiße Person dargestellt war, so quasi als vorgestellte Evolution und dann statt White is Purity. So. Und ich glaube, wir hatten zum Beispiel diesen Fall des kleinen schwarzen Jungen, der so von H&M, wo Coolest Monkey in Town auf diesem T-Shirt stand. Aber wir haben ziemlich auch die Fälle von SSIO und den zum Beispiel Rappern, die teilweise Werbung machen. Und das finde ich gerade da auch nochmal interessant. Also ich glaube, was diesen ganzen Zustand von einer stereotypen Darstellung jetzt von nicht weißen Männlichkeiten unterstützt, ist natürlich auch der Zustand der Popkultur und wodurch Popkultur vor allem gerade jetzt beeinflusst wird, nämlich Rapmusik. Und Rapmusik ist natürlich erstmal ein Kontext, in dem viele marginalisierte Personen ihrer Lebenswelt auch Ausdruck verleihen, was erstmal wichtig ist, weil diese von der weißen Mehrheitsgesellschaft gar nicht gehört werden. Aber genau in dem Kontext findet eben auch eine sehr stereotype Darstellung von Hypermaskulinität, also der Vorstellung von wie, also einer Überzeichnung oder so einem sehr verkrampften und starken Drang nach Erfüllung von so Gewalt als von körperlicher Stärke, aber auch von Macht und Dominanz zum Beispiel. Ich glaube, sobald wir immer noch auch, ich will es vielleicht anders frame, ich glaube, sobald wir in der Werbung
Außer es sind jetzt vielleicht ganz große Unternehmen, die jetzt mal so ein Diversity-Konzept durchgegangen sind und dann meinten, es wäre gut, mal auf dem Bild eine nicht weiße Person oder eine Frau zu haben. So, glaube ich, findet in deutschen Werbekontexten immer noch eine sehr starke weiße Norm statt. Also es werden immer noch viel mehr weiße Körper dargestellt, weiße Personen dargestellt. Und mit dieser Reproduktion oder mit dieser Manifestation von weißen Körpern als Norm wird automatisch das, was nicht weiß ist, abgewertet. Und das haben wir zum Beispiel auch, vielleicht kennt ihr die Drogeriemarkt DM, da gibt es diese Seins-Marke, also so Körperpflege für Männer, so ungefähr. Und ich hatte mal auf der Homepage mal angeschaut, wo es zum Beispiel um so Männerpflege ging und dann war die eine Frage so, okay, es geht so um Rückenhaare und keine Ahnung, Behaarung und wie man irgendwie auch Behaarung in den Griff kriegen könnte. So. Und dann war natürlich in dem Rahmen jetzt keine ganz normale Weißperson dargestellt, sondern es war wirklich im Bild eine Person, die so leicht im Schatten, leicht in der Dunkelheit, langer Bart, lange Haare, irgendwie auch Brusthaare zeigend irgendwie dargestellt wurde und dann auch mit so Narrativen geschmückt war, wie von wegen, du willst dich auch wieder ein bisschen in den Griff kriegen. Also diese Vorstellung von, du bist eigentlich außer Kontrolle und zu deiner außer Kontrolle gehören auch deine Brusthaare, die keiner sehen will. So jetzt, also sehr plakativ gesprochen. Aber ich glaube, das sind so kleine Möglichkeiten und ich glaube, oder kleine Formen, wie das reproduziert wird und wie weniger durch auch eine Stereotyp, also auch, aber weniger jetzt sichtbarer, weniger stereotyper Darstellung von nicht weißen Personen, sondern mehr an der Dominanz von Weißsein, wird alles andere abgewertet. Und das sehen wir halt auch zum Beispiel in der Form, wie jetzt Shampoos beispielsweise mit Tausend und einer Nacht und orientalisch und keine Ahnung. Und Rittersport hat jetzt auch eine coole Schokolade, die Marhaba heißt, wo irgendwelche Kamele und Datteln dargestellt werden. Also das sind so Kleinigkeiten, die man denkt, die haben gar keinen Einfluss. Aber es sind genau, da fangen rassistische Denkmuster und Abwertungen und Othering an. Von daher, ja, das gibt es in der Werbung. Und in Deutschland ist da in keinster Weise irgendwie weit oder irgendwas, sondern Deutschland reproduziert das genauso und Deutschland tut sich immer noch schwer damit, nicht weiße Personen in ihrer Komplexität und mal abgesehen von ihrer Kultur und ihrer Religion, die ja ach so generalisiert ist, darzustellen, damit tut sich Deutschland immer noch schwer und das wird nicht besser, wenn man auf dem Sparkassenplakat eine türkisch gelesene Person darstellt. Das muss ganz tief anfangen und da fangen wir an, wie Rollenbilder dargestellt werden und bei Männlichkeiten vor allem und womit dann, wie ich das Fußballbeispiel meinte, so womit ich dann verbunden werde, so mit dem kreativen Element, mit dem Unzähmbaren, dem Unkontrollierbaren, das mal nutzbar ist, aber mal eben nicht, aber ganz grundsätzlich nicht dieser Norm von einer guten, weißen, cis-heteronormativen Vorstellung von Männlichkeit entsprechen kann. Also ich danke dir sehr, Anne. Wir sind, wir haben jetzt 8 Uhr, wir sind am Ende angekommen. Ich freue mich sehr, dass du da warst und ich hoffe, du wirst noch einen sehr schönen Abend verleben. Danke. Liebe Grüße an alle und danke für die Einladung. Danke, dass ich Teil der Ausstellung sein durfte. Bis bald, Anne. Bis bald. Ciao.